Luke Bacchio hieß der Mann des Abends für die Fortuna aus Düsseldorf in Ulm. Ein Abend, der allerdings nicht so gut begann für den Erstligisten. Vom Anstoß weg, Fortuna in Ballbesitz in den dunklen Trikots und dann der Fehlpass von Gieselmann. Breik dazwischen, Morina mit dem Tor, die Bogenlampe über Rensing hinweg. 13 Sekunden gespielt, das 1:0 für den SSV. Fortuna schüttelte sich kurz und kam zurück in der 15. Minute durch Duksch. Und dann begann der Abend von Todi Lukebakio. Vorlage 33. für Hennings, 2:1, die Fortuna hatte das Ding gedreht. Und das 3:1 begann hinten mit dem langen Ball von Rensing und dem Traumtor von Todi Lukebakio am Ende. Und dieser Todi Lukebakio, die Leihgabe von Watford, hatte noch nicht genug. 4 Minuten später nach dem 3:1 das 4:1. Das war dann auch der Pausenstand. Die Ulmer spielten einen guten Fußball. Sie spielten mutig nach vorne, auch in der zweiten Hälfte. Und irgendwann mal liefen sie zwangsläufig in einen Konter. Und den vollendete Marvin Duksch zum Endstand von 5:1.